Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach Map Version 1.5 ohne Gräben. Ja, wir sind mitten in der Ernte. Wir haben 4 Drescher am Laufen. Wir ernten Hopfen, Gerste, Raps und Raps. Und einer unserer Abfahrer hat schon wieder durchdrehende Reifen, der auf Feld 4. Ich werde bekloppt. Ich hatte erst Probleme mit meinem Drescher, habe ich aber herausgefunden jetzt, warum. Und, ja, da müssen wir dann mal schauen, wie wir das in den Griff kriegen. Da habe ich also einfach ein Problem, dass ich immer, wenn ich eine bestimmte Tastenkombination bedient habe, dann habe ich auch immer gleichzeitig aus Versehen alternative Helfer aktiviert mit Automatiklenken und so ein Schnickschnack. Und ja, das war natürlich doof. Das war natürlich sehr doof. Sehr ärgerlich. Ja, seht ihr, das mit den durchdrehenden Reifen hat sich auch erledigt. Was ich jetzt gerade mache, ist, ich fahre hier gerade mal einen zweiten Abfahrer hier hoch. Zu diesen Feldern. Einfach damit wir hier einfacher gleich hier alles abgefahren kriegen, weil das hier dann doch recht weite Wege bis zur Dieselproduktion sind. Und deshalb stehe ich jetzt hier mit 2 Abfahrern auf dem Feld. Ansonsten laufen die anderen da unten. Der hat Hopfen. Gut, ja klar, der Abfahrer wird das jetzt hoffentlich wegbringen. Zur Raffinerie. Ach, zur Raffinerie. Das ist doch ein Bild, was ich sehen möchte. Und nicht so ein Schrott, wie ich da in den anderen Folgen gesehen habe. Ja, der läuft da auch automatisch hinterher. Ja. Das kann hier natürlich sein, dass er das gar nicht los wird. Bei den Lexion, warum der im Verkehr feststeckt, muss ich gleich mal gucken. Kann natürlich sein, dass hier das Silo schon voll ist. Das wäre natürlich jetzt total doof. Weil dann müssen wir hier auch immer die weiten Wege fahren. Oh, die Bierproduktion ist auch voll. Können wir ja mal gucken, warum denn der hier. Naja. Weil er sich hier ein bisschen dämlich ins Gelände gestellt hat. Ja klar, der wartet jetzt. Da waren wir gerade. Das läuft hier. Ja, Raps ist ja nun wirklich nicht sehr ertragreich. Gut, dass wir viele Felder mit Raps haben. Ja, diesen Raps, den bringen wir erstmal komplett hier in So, hier war irgendwo gerade, habe ich gesehen, lachen Ballen mittendrin. Aber wo? Ja, jetzt hier einmal durchlaufen ist jetzt auch nicht sehr zielführend, ne? Ah, ich müsste dieses Fliegen-Plugin oder Mod oder wie auch immer das geht, dass man fliegen kann. Das kann man ja irgendwie einstellen. Aber ich weiß nicht mehr wie. So.
ich mal hier Crasher wieder abtanken. So, genau richtig gekommen, oder wie? Scheinbar. Das ist also, dieses Feld hier ist etwas, ist ungefähr eine Hängerladung, also 75.000 Liter. Das ist nicht alle Welt. Das ist nicht alle Welt, das ist nicht viel. Was haben wir denn bei den anderen? Ja, er ist da. Alles schön. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir auch nicht. Der hat wahrscheinlich gerade abgetankt. Naja, das soll mir ja egal sein, solange das nachher alles funktioniert. Das Stroh, das fahren wir automatisiert ins Hofsilo, würde ich sagen. Naja, kann ich das erstmal bei Strohballen. Ihr wisst, ich habe Strohballen bis Alice 2035 oder so. Tatsächlich mich dann mal auf den Weg machen und nach einer neuen Cosplay-Version gucken. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Ja, das ist doch schön. Dass das jetzt gerade mal so gut läuft. Sind hier unten auf Feld 33 aus, auch nicht so schlecht. Wisst ihr, was ich jetzt machen muss? Nö, ne? Weiß ich selber nicht. Habe ich denn nicht noch irgendeine vernünftige Zugmaschine hier am Hof? Ich muss die Düngerproduktion unbedingt in Gang kriegen, Leute. Die Düngerproduktion. Ganz wichtig, doch da habe ich eine Zugmaschine. Und dafür brauche ich Gülle. Dafür brauche ich Gülle. Hm, hier liegt auch noch Zucker rum oder so. Also Zucker rum. Kennt ihr Zucker rum? Das ist total lecker. Das ist Zucker mit rum. Nein, Quatsch. So, und jetzt holen wir uns mal eben 100.000 Liter Gülle oder so. Wieso steht denn das jetzt schon wieder so schräg? Das verstehe ich nicht. Ob sich das von alleine verstellt? Ich weiß gar nicht, wie viel Gülle wir überhaupt hier am Hof haben, bei den Kühen. Ich habe ja auch erst irgendwann mal Gülle gefahren, vor einigen Folgen. Also auch schon ewig her, gefühlt. So. Mal gucken. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Liters. Und bringen dann die Düngerproduktion in Gang. Wie gesagt, ich habe keinen Dünger mehr. Und dann bringen wir auch die Gülleproduktion in Gang. Ja. Saatgutproduktion meine ich natürlich.
Es füllt sich, es füllt sich. 100.000 Liter Gülle in einem so einem Anhänger, ist auch schon ein Wort, ne? Findet man in echt auch nicht. Aber nicht von mir so geändert. Das gibt's so offiziell zum Download. Das gute alte Fortuna-Fass, was wir damit nicht schon alles transportiert haben. Gülle, Diesel, Milch, Wasser. Oh, habe ich aber schon mächtig Gülle, wa? Ja. Das ist doch schon ordentlich. Dann bringen wir das mal hier zur Düngerproduktion. Die anderen... Ich will jetzt nichts beschreien. Aber die anderen Abfahrer fahren ja. Jetzt erstmal. Dann wollen wir es mal loswerden. Dann können wir gleich mal gucken. Was das denn hier so sagt. Ich weiß gar nicht, ob das im Verhältnis 1 zu 1 ist. Ist genau voll. Ja. Oh ja. Da braucht mehr nicht sein. Dann schwappt das über. Ja, schön. Schön, schön. Dann läuft die Produktion ja jetzt demnächst mal wieder an. Los. Lauf an. Los. 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 Anlaufen. Jo, da läuft. Sehr schön. Dann kann das Fass auch jetzt mal wieder zurück. Ja, das kann ja ruhig mit der jetzt trockenen Restgülle so weggestellt werden. Das ist dann nachher ganz praktisch. Wenn wir dann Milch zur Molkerei bringen damit, dann muss die Molkerei gar nicht viel machen, dann können die es direkt als Kakao verkaufen. Ekelhaft. Nein, natürlich nicht. So, meine Entscheidung steht übrigens auch fest. Ich werde, wenn wir das Feld 20 abgeerntet haben, werde ich das vielleicht nicht ganz, aber zumindest teilweise platt machen und mit einer Halle hinbauen. Nein, irgendein Feld hat irgendein Drescher hat irgendeine Aufgabe erledigt. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann werde ich nämlich dann eine schöne Halle hinstellen und dann können da meine Drescher rein mit den angehängten ihr wisst schon. Mit den angehängten Schneidwerkswagen. Dann können da meine Gespanne rein. Und so weiter und so fort. Feld 6. Dreschen.
da unten. Ist klar. Wollen wir da mal hinfahren? Wenn wir da irgendwie hinkommen mit so einem Reiten. Schneidwerk. Ich meine, im Endeffekt kann ich auch einfach hier oben schon ins Feld fahren. Mich dann manuell einfach bis unten durchkämpfen. Ne? So, dann fahre ich zwar nachher hier ein Stück umsonst, oder zumindest vergebens, aber... Ups. Seht ihr? Ich wollte ja jetzt mal aus der Innenansicht, ist aber gar nicht gut, weil ich da gar nicht den Blick habe. Über die Feldgrenze. Das ist ja voll doof. Da sieht ihr mal, wie schwierig das ist. Ne? Schon geht das in die Grütze. Seht ihr? Also. So ist es einfacher. Nicht realistisch, aber einfacher. Ja. Gut. Wenn euch das bisher gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Abo. Freut mich, hilft mir. Danke auch erstmal schon mal für eure Treue mit den über 300 Abonnenten, die ich jetzt eigentlich erreicht haben sollte, denke ich. Ich weiß es nicht, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe ja letztes Wochenende einen Jubiläums-Multiplayer-Livestream gemacht für 300 Abonnenten. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufzeichne, stehe ich bei 299 Abonnenten. Also ich kann auch mal schauen. Aber ist da tatsächlich mal eben rum. Wo war's denn? Da was. Vielleicht bin ich ja auch schon. 299 Abonnenten im Augenblick noch. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich noch bis zu meinem Jubiläums-Livestream. Vielleicht gibt es ja auch noch D-Abos, die ich schade fände, aber was ich natürlich nicht verhindern kann und was natürlich auch immer seine Berechtigung hat. Das zeigt dann ja auch, dass euch das, was ich mache, eventuell nicht so richtig gefällt. Steckt schon wieder ein Lexion fest. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder oder ihr seht mich oder was auch immer. In diesem Sinne sage ich mal ciao.